Ola, du bist die Älteste, du musst als Erste gehen. Ich bin die Jüngste, ich gehe zuletzt. Ach, ganz was ist denn hier los? Schnell, geht rein. Na schnell. Meine Damen, darf ich Ihnen die Herren des Gymnasiums Max Emmanuel vorstellen? Ich danke der Leitung des Instituts, dass Sie wie jedes Jahr als Abschluss der Tanzstunde dieses entzückende Fest vorbereitet hat. Meine Herrschaften, Aufstellung zur Polonaise. Plus vite, s'il vous plaît. Commencement. Et 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2. Révérence. Tour de main. 1, 2, 3, 2, 2. À gauche. 1, 2, 3, 2, 2, 1. Et. Avec la joie, s'il vous plaît. Très bien. Et un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un. Attention. 1, 2, 3, 1. Et révérence. Très bien, merci. Meine Herren, bitte fordern Sie die Damen zum Walzer auf. La musique, s'il vous plaît. Ja, nicht wahr? Wer ist das? Ach, das ist Ilse. Stellen Sie sich vor, sie wollte unbedingt ihren kleinen Hund mitbringen, als sie hierher kam. Bist du verrückt? Was erzählst du ihm da? Du kennst ihn doch überhaupt nicht und erzählst ihm schon ein Internatsgeheimnis. Schönste. Du siehst aus wie die Tochter von unserem Kaiser in Wien. Ich mag dich. Ich mag dich am allerliebsten. Ich dich auch, meine kleine Lilly. Du blühst ja. Ach, nur ein bisschen Kopfweh. Das ist normal. Sag keinem was, gell? Was hat sie denn? Gar nichts. Kind, du bist ja ganz verschwitzt. Von Katzen.
Na komm, ich bring dich in dein Zimmer. Wieso? Na komm, jetzt sei schön brav. Nein, bitte. Ja, du bleibst hier. Fantasiert. Machen Sie sich nicht so große Sorgen. Ich habe den Arzt rufen lassen. Jetzt schlaf schön, mein Kleines. Morgen bist du wieder gesund. Ilse. Ilse, wo bist du? Ich will Ilse. Ja, wenn du jetzt schön brav schläfst, dann kommt nachher die Ilse. Alle weglaufen. Es ist wegen die Lilly, wegen die kleinen Kinder. Ich werde nachsehen. Bleiben Sie hier, bitte. Die anderen sind nicht mehr. Komm, Lilly. Sei schon brav. Schluck deine Medizin. Ja, bitte. Verzüglich benachrichtigt werden. Ist es denn so ernst? Gernot hat Sinn. Es kann unter Umständen sehr schnell gehen. Ilse, es tut so weh. Lilly, ich bin ja bei dir. Ich bin ja da. Sterben. Unsere kleine Lilly wird sterben. Und nicht einmal ihre Mutter ist hier. Weil sie das Telegramm noch nicht bekommen hat. Weil Wien ist weit, weit weg. Komm jetzt. Thank you.
alles so schrecklich. Komm, Ilse, setz dich auf. Du machst dich auch krank, wenn du so viel weinst. Und wenn wir uns tot weinen, machen wir die arme Lilly nicht wieder gesund. Schau, wenn die liebe Gott sagt, ich will die kleine Lilly zu mir nehmen, was können wir da tun? Es wird alles wieder gut.